Das berühmte Schloss Mühlenhof, das Zuhause von Kapitän Haddock, eine Hauptfigur aus den Tim und Struppi Comics. Naja, fast. In Wirklichkeit ist es ein Schloss im französischen Loiretal. Es diente dem belgischen Schöpfer der Comics, Hergé, als Vorlage für Schloss Mühlenhof. Hier präsentiert der französische Videospielgigant Ubisoft seine neueste Entwicklung. Sie basiert auf Steven Spielbergs aktuellem 3D-Spektakel Die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Als Vorlage war uns der Film wichtig. Wir wollten das Gefühl und die Ästhetik einfangen und natürlich die Story des Streifens. Genauso wichtig war uns aber auch das Original. Wir respektieren die Welt des Tim, die Werte und den Stil, die Hergé geschaffen hat. Die Videospielentwickler haben sich dafür eng mit US-Regisseur Steven Spielberg und Produzent Peter Jackson abgestimmt. Sie wollten die Welt des berühmten Reporters Tim und seines treuen Gefährten Struppi neu erschaffen. Dennoch mussten einige Details aus der Originalvorlage ein wenig verändert werden. C'est assez fréquent de In den Büchern sieht man Tim oft mit einer Pistole oder einem Gewehr in der Hand, aber er nutzt sie auf eine besondere Art. Man sieht ihn eigentlich niemals damit schießen. Aber wenn wir dem Spieler eine Waffe geben, dann zielt er damit vielleicht auf Menschen, und das ist nicht Tims Art. Feinde werden im Videospiel auf andere Art überwältigt, mit Hilfe von Objekten oder eines Partners. Die Abenteuer von Tim und Struppi im Videospielformat. Eine tolle Chance, auch für die junge Generation, den Comichelden ihrer Eltern kennenzulernen. Accrochez-vous!